Einer, was geht? Willkommen zurück hier bei Elden Ring. Danke vorneweg an jeden, der der letzten Folge einen Daumen nach oben gegeben hat. Hat mich sehr gefreut, Dankeschön. So, dann lass mal gucken, was haben wir auf dem Tacho? 156 Tode. Ich weiß nur noch, wir sind in Nutella und uns geht's besser als denen da. Ah, ja, ich erinnere mich. Da oben war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, da können wir doch bestimmt. Das ist jetzt nicht wirklich mein Plan hier. Ich habe gerade rausgefunden. Ich habe gerade rausgefunden, wie man den anderen Pfeil schießt. Hey, Freunde. Oh, schön, die Tür ist zu. Das ist jetzt eher unangenehm. Alright, aber auch das Problem haben wir gelöst. Lohnt sich das Ganze denn? Gibt es hier irgendwas Schönes? Eine Truhe zumindest. Eine große Geistertal-Lilie. Wir müssen auch mal die anderen Aschen ein bisschen hochwerten. Wir müssen sowieso mal gucken, wo zur Hölle bekommen wir denn die Aschen her? Die für unsere Waffen sind. Ich meine, ein paar konnten wir kaufen, das wissen wir ja. Aber ansonsten war noch nicht viel. So. Mal gucken, hier hinten haben wir schon geguckt, ne? Klar, das ist was ich mir als erstes angeguckt habe wahrscheinlich. Treppe hoch, hier kommt eine Kugel entgegen. Nein. Das ist alles sehr, sehr unangenehm hier. Und wir wissen alle, alles was so komisch ist, was so ruhig ist, was so groß und leer ist, das ist nie ein gutes Zeichen. Dies ist das Zeichen der Blödheit. Okay. Wir laufen auch immer noch mit derselben Rüstung rum. Es ist, für mich ist es unfassbar, um ehrlich zu sein. Hier stimmt irgendwas nicht. Oh nein, bitte tu mir nix. Oh böse Kugel, bitte tu mir nix. Er ist halt easy game, Alter. Weißt du, wenn sie einen und denselben Trick fünfmal versuchen, dann ey, sorry, weißt du? Das Ding ist ja, ich finde, das hat damals Dark Souls halt besser gemacht. Dark Souls hat dich in so eine falsche Sicherheit gebogen. Die ganze Zeit. Weißt du, die haben dir gesagt,
guck mal, bei dem und dem Gegner, da kannst du das und das machen, um den zu besiegen. Und dann kam der Gegner nochmal und du hast das gemacht. Und es hat nicht mehr funktioniert. Ein Dunkelschmiedestein. Siehst du, Dark Souls wäre das jetzt einfach eine Ablenkung gewesen. Das ist eine Ablenkung, oder? Kommt hier eine... Hier kommt 100 pro eine Kugel. 100 pro. Oh, damn. Oh damn, Freunde, ich bin ein bisschen angespannt. Und wenn ich sage ein bisschen, meine ich extrem. Du fieser kleiner Penner. Aua. Ey! Da war aber noch ein zweiter. Dude, was ist mit mir los? Ich trau dem Scheiße nicht. Ist das ein Boss, Alter? Ist nur so ein Wächter der goldenen Glocke. Keine Ahnung.
das ist super spooky hier. Der Mond von Oxtella. Ich vergesse jedes Mal zu gucken, ob das einfach ein Quest-Item ist. Wir haben diese Rani-Puppe, wo wir schon nicht wissen, für was das ist. Ja, erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Okay, aber wir waren doch... Warum waren wir hier unten? Freunde, wir waren doch nicht wegen sowas hier unten. Oh, shit. Alright. Ich wollte gerade sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Und jetzt halt dich fest. Das war's nicht. Könnt ihr mir nicht irgendwie einen Ort der Gnade geben? Freunde, ich bin so angespannt gerade. Ich muss was trinken. Prost, Freunde. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu trinken da. Boah! Aber boah, ich höre gerade einfach innerlich in mich gestorben. Ich bin in mich gestorben. Das ist nur noch meine Hülle in mir drin. Einfach gestorben. Oh, damn. Es geht noch weiter runter. Wenn das so weitergeht, kommen wir beim Niveau an. Das ist natürlich nur ein Joke, Alter. Es gibt keins. Es hat nie eins gegeben, Freunde. Das ist die absolute Wahrheit. Ich plane übrigens, aufgrund dessen, dass wir hier so große Games haben, plane ich wieder ein paar vereinzelt so kleinere Sachen mit einzusprenkeln. Ja, so wie wir es früher mal hatten. Es gab ja mal eine Zeit, wo wir quasi nur so kleine Indie-Games hatten. Ja, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber für mich war dann irgendwann das in Anführungszeichen Problem, dass ich halt auch mal die großen Games zocken wollte, weißt du? So die AAA-Titel. What the fuck ist das? Das hier ist erstmal was Schönes. Ameisen. Irgendwie so ein Katzenhaar an der Nase und ich weiß nicht, wo das herkommt. Okay, der mag uns schon mal nicht mehr. Was mich so ein bisschen einfach stört, ist, dass es hier anscheinend nur einen Sprung nach unten gibt. Ich hier kein Bonfire oder sowas sehe. Gut, das ist ein Steinschwertschlüssel. Ich habe auch mehrere Hinweise bekommen, dass ich doch nochmal bei Radan gucken soll. Ganz im Norden. Obwohl wir ja eigentlich alles abgegrast haben, haben wir anscheinend was übersehen. Und da stimmt's wohl, dass es da einen Eingang geben soll. Hoi! Deine Mutter!
Du wirst es nicht glauben, aber von all den hässlichen Ameisen, deine Mutter war die hässlichste. Deine Ameisenmutter war so hässlich, dass die anderen Ameisen gesagt haben, Dude! What the fuck? Das ist nicht dein Ernst, ne? Wir brauchen ganz dringend. Erstmal, what the fuck? Die reitet auf einer Ameise? Und wir brauchen ganz dringend einen Ort der Gnade. Ansonsten haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Okay, ich guck erstmal hier lang. Vielleicht haben wir ja hier Glück. Aber mit unserem Glück treffen wir hier gleich auf irgendwie 18 Ameisenreiter. Ich merke schon, wie ich angespannt werde. Wir haben immer weniger Heiltränke. Oh no. Can you just fuck off? Ich muss bloß den einen zum Explodieren bringen. Wenn die Ameisenalte da drin ist. Komm schon, komm schon! That's what's up, bitch. That's what's up. Bitch? So, okay, Freunde.
Es heißt jetzt du und ich, wir beide stehen auf der Heide. Haben schöne Beine. Das ist sehr unangenehm. Freunde, wir brauchen unbedingt endlich ein Ort der Gnade. Gut. Das war jetzt aber die Kamera. Sind das fucking Schnecken? Oh no. Okay, ey, lass mal ganz kurz gucken, was ist in der anderen Richtung. Sehen wir da vielleicht so ein... Bitte. Dude, wie kann denn das sein, dass das letzte, dass der letzte Ort der Gnade am Arsch der Welt ist? Okay. Also diese Spinnenreiter-Typen, Alter, die sind mehr als nur unangenehm. Stirb, Motherfucker!
Dude, kannst du bitte ihn hier anvisieren? Was ist denn mit dir los, Alter? Ich bin so angespannt vor. Oh no. Nur Spinnen, ne? Oh, Hammerhead-Spinnen. Wie, Ameisen-Spinnen. Holy Smackaroni im wahrsten Sinne des Wortes! Ich mag dich nicht, du magst mich nicht. Ganz easy. Er tötet mich. Leute, warum? Was haben die jetzt hier gemacht? Gar nichts. Warum habe ich die angegriffen? Ich weiß es nicht. Und dieser scheiß Himmelstau. Ich will keinen Himmelstau. Ich will einen Ort der Gnade. Vor allem, wo geht's hier schon wieder hin? Komm, wir fahren jetzt einmal nach oben. Einfach nur, um zu gucken. What? Ja, das ist ein Ort der Gnade. Wo zum Fick bin ich hier? Mit winziger Rani sprechen? What? Jo, Handy, dank dir. Schwerttanz.
This is not wrong. Okay, Freunde, wenn wir gerade hier sind. Was wollt ihr jetzt sagen? Wenn wir gerade hier sind, können wir ja hier weg. Wenn wir gerade hier sind. Ich wollte nämlich einmal nochmal hier hin. Ich wollte nämlich diese Mimic-Asche, die wir bekommen haben, die wollte ich. Tauschen. Die. Okay. Ne, diesen kleinen Blob, den wir da bekommen haben. Journey to the cap, the two fingers will you may be. Ja, er erzählt immer noch über irgendeinen, der gefingert wird. Hm. No way. Okay, aber was muss ich, wen muss ich ermorden? Wen muss ich ermorden, dass ich hier nicht Geisterteil-Lilien kaufen kann, sondern Schmiedesteine? Das ist doch Wahnsinn, oder? Vor allem nach und nach verschwinden hier alle. Die Alte ist weg. Greetings. Are you here for spirit tuning? Hier. Geistertal Lilien kostet das nämlich. Das ist so krass, das kostet halt LP. Das heißt, wenn wir das voll aufwerten, kostet uns das quasi eine komplette Flask. Aber das klingt so funny, dass ich das gerne machen wollen würde. Vor allen Dingen, laut Theorie muss das ja übertrieben gut sein, weil es ja quasi wir sind. Ja, was nicht heißt, dass wir übertrieben gut sind. Aber es hat ja quasi unsere Ausrüstung und unsere Stats, oder nicht? Und wir haben so Ewigkeiten nichts aufgewertet. Ich will das jetzt machen, Freunde. Ich hoffe, es wird uns gute Dienste leisten. Aber ich bin gewillt, uns selber gut, wir können es noch einmal machen. Ist krass, Alter. Der ist jetzt schon höher aufgewertet als unser Wolf. Are you here for spirit? Was ist das für eine dumme Frage? Are you here for spirit? Ja, offensichtlich. Olle Kacknase. Gräbertal-Lilie. Die Gräbertal-Lilie wurde dann nicht verkauft, ne? Das war nur Geistertal-Lilie. Well, I took you for no matter. Lay out your arms. Was bringt das? Anrufskalierung. Ja, aber Anruf brauchen wir nicht. Wollen wir den Kurzbogen ein bisschen aufwerten? Ich dachte ja die ganze Zeit, wir bekommen was Besseres, aber irgendwie nicht.
Kriegsasche. Können wir... Nee, verkaufen. Wollen wir nicht. Ich dachte, vielleicht können wir irgendwann bei ihm mal Kriegsaschen kaufen. Aber dem ist nicht so. Gut, das ist zu. Der Tisch ist weiterhin unkaputtbar. Ich will noch kurz mit der Alten da im Keller reden, die einen Vogel hat. In this ash. I can smell the ancient reminds me of my... Okay, sie kann den Strom riechen. Okay, jedem seinem Hobby. Nope. Da waren wir. Wir müssen uns auch dran erinnern. Vorher denken, bevor man redet. Lass mal gucken. Also das Teil kostet jetzt was? Es kostet 660 Lebenspunkte. Von den 1500, was wir haben. Also fast die Hälfte. Und mich würde interessieren, hat er auch dieselben Siegel und so drin? Oder ist das einfach bloß... Naja, wir werden es sehen, Freunde, Alter. Wenn der genauso ist wie wir, dann ist krass. Ja, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich zähle auf dich und du kannst auch auf mich zählen in der nächsten Folge von Elden Ring. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.